Hallo zusammen, heute ist der 18.09.2024 und ich bin wieder draußen unterwegs. Wie ihr es im Hintergrund schon wieder seht, habe ich mein Zelt aufgebaut. Und zwar bin ich wieder auf dem Erzgebirgscamping Neuklausnitz. Ich habe wieder mal die Zeltwiese total für mich alleine und oben steht auch nur ein Wohnwagen. Also ein Wohnmobil, meine ich natürlich. Ja, mein Zelt sieht diesmal irgendwie ein bisschen flatterig aus. Irgendwas ist beim Aufbau nicht ganz so schön geworden wie beim letzten Mal, aber das soll uns nicht weiter stören. Ich bin hier wieder direkt am Teich. Richtig idyllisch. Und heute ist Mittwoch. Und ich bleibe bis Sonntag. Es soll schönes Wetter werden, so um die 20, 22 Grad. Vielleicht auch ab und zu mal Regen, aber das soll mich nicht stören. Ich habe 3 Wanderungen geplant und die erste Wanderung, die werdet ihr jetzt gleich im Anschluss sehen. Guten Morgen. Heute ist der 19.09.2024 und heute beginnt der erste Wandertag meiner kleinen Campingtour im Erzgebirge. Das ist ja keine Campingtour, also meines kleinen Kurzurlaubes auf dem Campingplatz Erzgebirgscamp Neuklausnitz mit insgesamt 3 Wandertagen. Ja, ich habe mich heute spontan umentschieden. Eigentlich wollte ich einen anderen Weg machen, aber dann kam gerade die Bahn und dann mache ich heute eine andere Tour. Und zwar geht es heute für mich an die Talsperre Lichtenberg. Die laufe ich ein Stück entlang und dann wandere ich bis nach Nassau. Und wo bin ich gestartet? In Mulda. Und wie es der Name schon sagt, liegt das hier alles an der Freiberger Mulde. Hier haben wir auch schon das erste Highlight. Wir sind nämlich hier auf dem Anton-Günther-Weg. Den Namen haben wir schon oft gehört. Hier geht es weiter. Bis zur Talsperre wird es jetzt wahrscheinlich nicht ganz so natürlich sein. Aber danach werden wir Natur pur haben. Ich freue mich. Die Strecke sind ca. 15 Kilometer und ich denke mal, es werden so 300-350 Höhenmeter werden. So was habe ich auch noch nicht gesehen. Fischwassergrenzstein zwischen Lehngut und Freier Erbgericht um 1750. Was es alles gibt. Ich bin hier auf dem Muldenwanderweg und der Dreitäler-Tour. Talsperre Lichtenberg, 5 Kilometer. Naja, ist ja doch noch ein Stück. Ich stehe jetzt hier an der Lutherbuche. Schauen wir doch mal nach oben. Ich bin am Aufstieg zur Talsperre. Habe jetzt den Radweg verlassen, bin jetzt hier auf dem gelben Wanderweg. Und hier haben wir schon mal genau das, was ich am Erzgebirge so mag. Schöne Ausblicke. Hügel, Wald, Wiesen, Felder. Alles so durchmischt. Jetzt verlasse ich das urbane Gebiet und es geht ins Landschaftsschutzgebiet. Ja, kurz was zur Nacht. Ja, die Nacht war okay. Es waren 10 Grad, zumindest hat das die App angezeigt. Gefühlt war es etwas weniger. Ich bin mit meinen 2 Schlafsäcken gut klargekommen. Allerdings muss ich halt wirklich überlegen, ob ich mir mal noch einen wärmeren kaufe und dann nur einen mitnehme. Weil das ist schon ein ziemliches Gewurstel. Ja, ich war einmal nachts wach. Es war ja fast Vollmond. Das heißt, das Ding hat geschienen und dann bin ich aufgewacht in der Nacht
und dachte schon, ja, kannst du aufstehen, ist schon hell draußen. Nee, war der Mond. War es 2.35 Uhr. Also ansonsten, danach habe ich noch mal gut geschlafen. Ich glaube bis nach um 6 sogar. Also alles gut. Ich habe wunderschön gefrühstückt. Also das war richtig toll da unten an der Sitzgruppe in der Sonne. Richtig relaxen. Herrlich. Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wie das voriges Jahr war. Ich habe auch dieses Mal richtig guten WLAN-Empfang, sogar da unten in der Ecke. Also top. 1A. Jetzt muss ich erstmal einen Berg hoch. Der Vorteil, wenn es so berghoch ist, geht, ist, dass man immer mal stehen bleibt und sich dann wirklich auch mal umdreht. Herrliche Ausblicke. Das Wetter soll heute gut werden. Es soll regnen. Müssen wir mal gucken, wann das sein wird und wie viel. Aber jetzt ist es noch richtig schön. Blauer Himmel. Die Sonne hat schon richtig Kraft. Aber es wären, glaube ich, nur so knapp 20 Grad. Also zum Wandern ideal. Einziger Wermutstropfen heute, es soll recht windig werden. Und das spüren wir jetzt hier natürlich oben auf der Kuppe richtig doll. Aber ich denke mal, das wird dann besser. Ich bin jetzt hier auf dem Schotterweg gelandet. Ich habe jetzt 2,5 Kilometer. Naja, noch anderthalb, dann müsste eigentlich die Talsperre kommen. Ich bin jetzt hier an so einer großen Schneise. Ich bin ja auf dem gelben Wanderweg. Die Drei-Täler-Tour mit dem Fahrrad, die führt hier unten im Tal lang und trifft dann aber wieder auf meinen Weg. Das heißt, weiter vorne macht die dann einen richtig steilen Anstieg. Also als Wanderer ist, glaube ich, das hier schon etwas empfehlenswerter. Der Wald ist einfach nur schön, kann ich euch sagen. Es ist hier irgendwie, sind hier Arbeiten im Gange. Ist übelst laut. Es hört sich so an, als würde hier auch gleich ein Fahrzeug hochkommen. Da möchte man nicht unter die Räder kommen. So, jetzt haben wir ihn wieder eingeholt. Hier vorne ist sein Zwischenlager. Er lädt gerade ab und dann wird er sicherlich wieder zurückkommen. Ja, da fährt er wieder zurück. Und hier könnt ihr es euch angucken. Absolut frisch geschlagenes Holz. Und es duftet. Aber es gibt ja kein Duft-YouTube. So, hier ist die Wendestelle. Matsch, matsch, matsch. Mal gucken, wo mein Weg hier lang geht. Ich nehme mal an, dass es der hier ist. Es kann auch sein, dass das hier die Tour ist, wo die Radfahrer hochkommen. Scheint ein befestigter Weg zu sein. Genau, hier haben wir es. Beinahe übersehen. Talsperre Lichtenberg, 1,1 Kilometer. Rundweg Talsperre, den gehen wir nicht ganz, aber zum Teil. Ja, und hier, guckt es euch an, eine schöne kleine Sitzgruppe mit Hütte, mit Papierkorb, der Bussard. Schöne Tafel, sieht gut aus, Wanderhütte. Hier beginnt die Wasserschutzzone 1 der Talsperre Lichtenberg, das heißt, Betreten ist verboten. Das ist auch hier nur so eine kleine Sackgasse, die hier runterführt. Der offizielle Weg geht hier weiter. Man läuft jetzt hier so ein bisschen, naja, ich sag mal, wie so ein bisschen außenrum bis zur Staumauer. Hier unten sieht man schon die Wasserfläche. Viel näher wird man wahrscheinlich nicht rankommen, bloß wenn man über die Staumauer geht. Auf der anderen Seite führt ja auch ein Weg lang, dieser Talsperrenrundweg, den gehe ich ja auch ein Stück.
Aber ich denke mal, der wird auch so Abstand haben wie das hier. Naja, der Weg ist nicht besonders schön. Kam auch schon gerade ein Auto. Aber es geht. Hier gibt es wieder einen Wegweiser. Zipfel 2,3 Kilometer. Da gehen wir nicht hin. Das ist dann praktisch auf der anderen Seite der Talsperre. Und zum Burgberg gehen wir auch nicht, weil mir das einfach zu weit ist. Das schaffe ich heute nicht. Es sind vielleicht nur 3 Kilometer Umweg, aber es geht dann nochmal einen Berg hoch. Der gelbe Wanderweg führt auf den Burgberg. Bin mir gar nicht sicher, ob der das ist, aber ich glaube. Na, seht ihr mal, wie hoch das noch ist. Nee, da habe ich keine Lust dazu heute. Ich komme bestimmt hier nochmal her, weil hier ist es richtig schön. Hier vorne sehe ich schon die Staumauer und da geht dann rechts der Dreitälerweg ab und dem folge ich bis zum Ende der Talsperre. Hier sehen wir ein Ringkolbenventil und hier geht es jetzt auf die Dammkrone und da gibt es tatsächlich Öffnungszeiten. Gibt es ein kleines Häuschen, aber Eintritt muss man nicht bezahlen. Hier unten wird fleißig gebaut. Und guckt es euch an, da ist er. Oh, das Wasser glitzert so schön in der Sonne. Herrlich. Ja, schöne Natur. Ist ja immer so bei Trinkwassertalsperren rundherum, schöne Natur. Allerdings sieht dieser Damm hier etwas trostlos aus mit den schönen DDR-Laternen. Ach ja. Ah, hier geht ein ganz schöner Wind. Hier unten ist der Auslauf. Oh, ist hier windig. So, wir werfen noch mal einen letzten Blick zurück auf diesen Turm, nicht sehr schön anzusehen. Und hier ist auch das Tor offen. Habe ich ja noch mal Glück gehabt. Hier steht es noch mal, der gelbe Wanderweg führt zum Burgberggipfel. Ja, das sind nur 900 Meter, aber nee, mache ich nicht. Ich gehe jetzt hier den Weg lang, schön gemütlich an der Talsperre lang. Hier gibt es auch wieder so eine schöne Hinweistafel. Sieht schön aus mit dem Holz. Gefällt mir. Ja, hier ist eine Bank, aber ich warte noch. Ich will was mit Lehne. Im Alter wird man anspruchsvoll. Ja, der Weg ist hier nicht so besonders. Und das ist der Blick aufs Wasser. Näher geht's halt nicht dran. Hier ist wieder eine Tafel zum Kreislauf des Wassers. Hier gibt es wieder Schilder. Ich bin auf dem Fürstenweg. Von hier oben kommt jetzt der gelbe Wanderweg vom Burgberg. Ich gehe jetzt hier vor. Ja, wohin? Keine Ahnung. Auf alle Fälle geht es jetzt hier weiter an der Talsperre lang. Ich habe jetzt rein optisch gedacht, dass das hier zu Ende ist. Aber die macht hier so einen kleinen Knick und ist jetzt ungefähr nochmal so lang. Also ich bin jetzt bestimmt gut 2 Kilometer gegangen. Da werden das jetzt noch mal 2 Kilometer bis zum Ende. Hier ist eine kleine Wasserüberquerung. Bin ich froh, dass ich meine festen Schuhe anhab. Ja, ein großer Hund ist hier auch schon lang gegangen. Oder was anderes Großes. Der Wolf. Ich glaube, hier gibt es keine Wölfe. Hoch und runter, hoch und runter. Richtig schön. Ja, also als Wanderhighlight würde ich jetzt diesen Talsperrenweg nicht bezeichnen. Bis zum Abzweig vorne war es ja geteert. Und jetzt, ihr seht selber, breite Fahrspuren. In der Mitte kann man ganz gut gehen. Das funktioniert schon. Ich bin immer noch auf dem 5-Täler-Weg und ich folge dem auch noch ein ganzes Stück weiter. Ich denke mal, das sind jetzt noch
2 Kilometer bis zum Talsperrenende circa. Es zieht sich. Aber viel sieht man halt nicht mehr hier drüben. Also nur noch durchschimmern leicht. Das ist dann auch schon fast diese Vorsperre Dittersdorf oder wie die heißt. Ich blende das mal ein. Durch das Dorf komme ich dann auch noch durch. Genau, das hat den gleichnamigen Namen. Doppelt gemoppelt. Ach ja, eine Bank kam auch noch nicht. So, ich habe mal wieder Mist erzählt. Und zwar beginnt hier vorne dieses Vorbecken Dittersbach. Da ist noch mal eine kleine Staumauer. Da gehen wir aber nicht drüber, führt den Weg drüber. Aber wir gehen noch ein kleines Stück geradeaus, bis wir dann nach Dittersbach kommen. Oh, ich hoffe, es kommt bald meine Bank. Und ich hoffe, die hat eine Lehne. Wahrscheinlich in Dittersbach im Ort. Das mag ich ja nicht so. Hier hat man mal einen schönen freien Blick. Ins Land. Ja, der Weg ist jetzt nicht so toll. Aber ich muss sagen, es ist richtig ruhig hier. Hier unten sieht man das Wasser glitzern. So, wir verlassen jetzt diese Wasserschutzzone. Ich bin immer noch auf dem gelben Weg und auf dem Talsperrenweg. Ich bin jetzt langsam ein bisschen angepisst. Ich komme jetzt hier vorne auf die Straße. Es gab hier wirklich seit dem Talsperrendamm nicht eine einzige Bank. Oder eine gab es, glaube ich. Da ziemlich am Anfang, aber jetzt so auf dem letzten Stück null. Es ist hier auch, man kann sich hier auch nicht an die Seite setzen oder so. Es ist irgendwie nicht mal ein Holzstapel oder irgendwas. Einfach nur Weg. Ich bin jetzt schon ziemlich groggy. Ich habe jetzt schon reichlich 8 Kilometer weg. Die Hälfte sozusagen reichlich. Ja, so sieht's aus. Hier geht auch ein Weg lang, aber den wollten wir ja nicht lang gehen. Ich muss jetzt hier zumindest bis über die Brücke vor auf der Straße laufen. Aber es sieht ziemlich entspannt aus vom Verkehr her. Hier haben wir noch mal einen Blick auf die Vorsperre, da sind wir ja hier drüben hergekommen. Und hier fließt jetzt die Mulde. Na, die ist schon ein bisschen aufgestaut. Weil ich habe die vom Zug aus gesehen, da war die recht klein. Die fließt dann hier rein. Ich hoffe, dass wir noch an der Mulde ein bisschen vorbeikommen, dass wir die mal richtig sehen. So, Talsperrenrundweg und Nassau Bahnhof. Geradeaus. Aber so wie es aussieht, kann man hier auf der Seite von der Leitplanke laufen. Das sieht ja gut aus. Dittersbach, der gelbe Weg, hier lang. Eigentlich wollte ich ja nach Dittersbach. Ja, ich guck mal auf die Karte. Und dann, ich sag's euch so wie es ist, gell? Das wird jetzt hier mein Pausenplatz. Idyllischer geht's doch gar nicht, direkt an der Straße. Aber ich muss erstmal wenigstens 5 Minuten sitzen. So, ich habe mich jetzt doch schnell vom Acker gemacht, weil ich habe auf der Karte gesehen, dass in circa 1 Kilometer eine schöne Sitzgruppe kommt. Die hatte ich mir auch markiert. Ich navigiere ja wieder mit Maypi CZ und es funktioniert ganz gut. Und da hatte ich mir ja auch die Sitzgruppen markiert, dass ich die schnell sehe. Ja, aber erstmal muss ich den Berg hoch. Aber wieder schöne Aussicht. Hier vorne ist dieser hohe Berg, wo ich nicht hoch bin. Aber der Weg hier, der hat es auch in sich. Aber die Landschaft ist schön. Die Aussichten sind schön. Und so wie es aussieht, ist die Sitzgruppe genau oben auf dem Hocken. Wahrscheinlich dort vorne.
hoffe ich. Oh, das zieht sich. Die Sonne scheint jetzt auch richtig doll. Der Wind ist kühl. Pullover ausziehen ist auch nicht so die richtige Option. Und die Wolken? Ja, die ziehen sich langsam zu. Richtig schöne Gebilde am Himmel. Gerade noch habe ich gesagt, ich habe Glück. Da stehen da die zwei Autos. Das kotzt mich ja jetzt maximal an. Da steht noch eins. Naja, ich weiß es nicht. Mal sehen, was die da treiben. So, die gehören hier tatsächlich zur Landwirtschaft. Jetzt sind sie gerade mal ein bisschen weg, da kann ich ein bisschen filmen. Bei mir gab es heute Brot und Avocado-Aufstrich. Da hängt mein Pullover zum Trocknen. Ich habe tatsächlich die Regenjacke angezogen und die Kapuze aufgesetzt, weil es hier so windig ist. Aber naja, man will ja auch nicht krank werden. So ein kurzer Blick, das ist die Hütte. So, ich habe mich jetzt dort vom Acker gemacht. Es war zwar ein schöner Platz, aber nicht bei dem Wetter. Und dann noch bei der Kulisse. Scheinbar ist das ein neues Fahrzeug. Die haben da auch ein kleines Video gedreht, habe ich gesehen, mit dem Smartphone. Naja. Ich muss jetzt den grünen Weg bis nach Nassau gehen. Habe ich mal geschaut, brauche ich das Handy nicht mehr rausholen. Kann ich mich hier schön nach den Schildern richten. Hier geht es übrigens zur Schanze. Gibt es hier ein Schild. Aber da gehen wir nicht hin. So besonders wird das nicht sein. Wenn ich richtig gucke, geht der grüne Weg geradeaus. Ich muss gar nicht hier den Berg hoch. Naja, vielleicht muss ich einen anderen Berg hoch. Mal sehen. Auf alle Fälle geht es jetzt noch nach Dittersbach. So ein bisschen übers freie Feld. Nach Dittersbach geht es auch noch ein bisschen übers freie Feld. Und dann geht es noch ca. 2,5 Kilometer durch den Wald. Und dann bin ich am Bahnhof. Und irgendwann muss ich dann auch mal gucken, wann der Zug fährt. Auf alle Fälle, wo ich das letzte Mal hier war, fuhren die ja nur alle 2 Stunden. Und jetzt fahren die jede Stunde. Das war damals wahrscheinlich wegen Ferien so, ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich aber doch mal gucken, was die Sache ist, weil das ist hier ein blauer Weg und ein gelber Weg. Das geht schon wieder gut los. Also ich muss bis Dittersbach den gelben und den blauen Weg gehen und in Dittersbach beginnt dann der grüne Weg. Weil oben schon der grüne Weg dran stand, war ich jetzt ein bisschen verunsichert. Aber es sieht so aus, als muss ich hier nicht einen Berg hoch. Auch schön. Naja, zieht sich zu. Schöne Wolken am Himmel, sehe ich ja auch gerne. Vor allen Dingen, wenn die dann so schwarz und weiß und abgegrenzt durch das Blau. Und die Sonne strahlt so durch. Sieht schön aus. Ich bin immer noch in Dittersbach. Es geht stetig berghoch und der Ort nimmt einfach kein Ende. Im Ort stand dran Nassau 6,5 Kilometer und da hatte ich schon über 10. Ich kann nur hoffen, dass das bis zu einer imaginären Ortsmitte ist und der Bahnhof näher ist, weil ich habe ja bis zum Bahnhof geplant. Ich habe den Ortsausgang gleich erreicht. Und ich sehe eine Bank. Aber ich habe natürlich auch wieder schöne Melodie. Der Rasentrümmer. Irgendwas ist immer. Aber hier werde ich erstmal Pause machen, bevor der Regen kommt. Weil im Regen sitzt es auch ein bisschen doof. Nassau, Bahnhof, 3 Kilometer, wenn ich hier lang gehe. Boah, sieht eigentlich auch gut aus, oder? Was steht hier? Nassau Kirche 4,9. Oh, mein Rücken. Also eigentlich soll ich da lang gehen. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt 11,49. Ich gehe hier lang. Ist mir jetzt auch egal. Ich bin ein bisschen groggy.
Ja, ich habe immer viel zu viel in meinem Rucksack drin. Von daher ist es natürlich auch schwer, na, zu trinken, klar. Und naja, ansonsten Regensachen, bla bla bla. Und jetzt nach 11 Kilometern tut der Rücken richtig weh. Also das drückt richtig. Ich muss mir mal noch eine Tasche für vorne basteln, die ich dann vorne dranhänge, wo ich ein bisschen schweres Gewicht vorlagern kann. Ich habe schon eigentlich die ganzen Kameras vorne dran, dass die nicht noch hinten drin hängen, aber irgendwie läppert sich's immer zusammen. Naja, ich bleibe jetzt hier mal noch 10 Minuten sitzen. So, Pause ist beendet. So sieht's aus. Ich gehe jetzt doch den Weg hier hoch. Ich habe mir es nochmal auf der Karte angeguckt. Bei dem anderen Weg, der sieht zwar am Anfang schön aus, aber das wird dann eine größere Straße. Und da habe ich jetzt auch keine Lust. Ich habe jetzt noch 4 Kilometer bis zum Bahnhof. Und ich habe jetzt auch mal nach der Bahnverbindung geschaut. Also ich habe jetzt für die 4 Kilometer knapp 1 Stunde 20 Zeit. Das sollte doch relativ gemütlich zu schaffen sein. Ja, es ist jetzt ganz schön frisch hier im Wind. Muss ich mir noch überlegen, ob ich meine Windjacke wieder raushole. Jacke an, Jacke aus. Wetter haben wir mal wieder. Aber die Wolken sind so schön. Herrliche Gebilde. 662 Meter bin ich hoch. Und 385 Meter Anstieg. Ja, doch irgendwie mehr als erwartet. Irgendwie ist es immer mehr als erwartet. Irgendwie sind es auch immer mehr Kilometer als erwartet. Ich weiß nicht warum. Naja, jetzt geht es nur noch bergab. So, ich habe mich ja vorhin beschwert, dass es hier eigentlich nur so langweilige Wege lang geht. Jetzt habe ich hier so eine Schneise. Ich habe auch kein grünes Zeichen mehr gesehen. Der erste querliegende Baum ist schon da. Hier ist jetzt irgendwie so eine ganz eigenartige Stille. So, als ob gleich irgendwas Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist manchmal so im Wald. Gerade auf die Karte geguckt, sind noch 2,6 Kilometer. Und hier haben wir doch tatsächlich den grünen Balken wieder. Naja, das geht jetzt auch diese, also bestimmt 2,5 Kilometer noch hier durch diesen Wald. So, ich melde mich nochmal. Ich weiß gar nicht, warum ich noch die Sonnenbrille auf habe. Wahrscheinlich will ich die Sonne anbeten, dass sie endlich jetzt nochmal rauskommt. Aber damit ist nicht zu rechnen. Eher fängt es an zu regnen, aber ich glaube, ich komme drumherum. Irgendwie habe ich so ein Gefühl. Also ich habe jetzt noch knapp 2 Kilometer. Das ist jetzt hier so eine Art Panoramaweg. Ja, den gehen bestimmt nicht sehr viele Leute. Schon ein bisschen verwuchert und ein bisschen wild hier alles. Aber schöne Natur. Und wenn ich nicht spreche, dann singe ich ein bisschen, dass hier nicht die Wildschweine noch rauskommen. Weil wenn so ein Weg so selten begangen wird, dann machen die sich hier vielleicht breit. Und auf so eine Begegnung, ihr wisst, haben wir einfach keine Lust. Hier vorne ist nämlich auch schon wieder ein Hochstand. Also, wisst ihr Bescheid. So, es sind jetzt noch 2 Kilometer, da wird nichts mehr passieren. Der Wald wird sich nicht ändern, der Weg wird sich nicht ändern. Vielleicht sehe ich noch was Schönes, das fange ich dann noch ein. Ansonsten gibt es ein Resümee. Ah ja, es ist so ein bisschen zwiegespalten, die ganze Sache. War jetzt nicht schlecht, aber so das Erzgebirgsfeeling habe ich jetzt hier nicht gehabt. Ja, die Uhr hat auch schon wieder was zu sagen. 14 Kilometer habe ich schon. Also sind es dann 16, wenn ich unten bin. Ganz schöne Tour. Trotzdem war es ein schöner Wandertag. Es war anstrengend. Ich werde mir nachher auf dem Zeltplatz eine schöne Terrine machen. Und dann werde ich ausgiebig chillen. Und
werde es mir gut gehen lassen, schön Hörbuch hören oder ein bisschen Video gucken oder so. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder. Damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, geht raus und habt Spaß. Tschüssi!